die erste Kampfsportzeitschrift in Deutschland installiert, hat im Jahr 1977, glaube ich, aus Frankreich das Magazin Karate Journal importiert und hier gestartet, hat im weiteren Verlauf viele sportliche Erfolge errungen und ist mittlerweile einer meiner Leitfiguren, was die professionelle Arbeit betrifft in den Kampfkünsten, führt derzeit mehrere extrem erfolgreiche Schulen in Norddeutschland. Ich begrüße Meister Gerd Lemmens aus Heide. Mit dem Maya Deutschland Award für sein Lebenswerk, für 40 Jahre Kampfkunst, für die Verbreitung von professioneller Kampfkunst in Deutschland, in Europa, für seine Arbeit für den Sport, sei es Karate, sei es Kickboxing, Pionierarbeit auf allen Ebenen und jetzt letztendlich mit seinem Netzwerk von Schulen den wirtschaftlichen Erfolg erzielt hat, der ihm seit langem gebührt hat. Ich möchte im Namen von Maya America und Maya Deutschland, Gerd Lemmens auf die Bühne bitten und mit dem Maya Deutschland Award für sein Lebenswerk auszeichnen. Gerd, es ist mir eine große Ehre, dir das überreichen zu dürfen, auch an deine liebe Frau Vera, die ich ja auch seit 30 Jahren kenne. Viele Grüße, vielleicht können die Blumen bei dir unten sprechen. Ich bin stolz, dich hier zu haben, Gerd. Du bist ein Vorbild für die ganze Branche. Ich bin ein Martial Artist.